Weibchen im Besonderen haben ein Interesse daran, eine gute Partnerwahl zu treffen. Wenn sie es nicht tun, steht die Existenz der gesamten Spezies bzw. Rasse auf dem Spiel. Die Partnerwahl ist nun mal überaus folgenreich, da Kinder hilflos geboren werden und ihre Aussichten auf das Überleben durch elterliche Fürsorge und durch gutes Genmaterial gesteigert werden. Sie paaren sich vorzugsweise mit Partnern, die gute Gene haben, gehen aber auch bzw. sogar vorzugsweise mit Männern eine soziale Bindung ein, welche die Aussicht bieten, sozial fähig sowie potenzielle Miterzieher von Kindern zu sein. Und das habe ich ja auch schon öfters erwähnt, hier beim One-Night-Stand zum Beispiel, da sind die physischen Aspekte des Mannes wichtiger und wenn es um Beziehungen geht, eher der Status und soziale Kompetenz. Und Frauen sind hier, das muss man auch mal nachvollziehen und beleuchten, immer hin und her gerissen, nämlich zwischen dem Macho, der sie in Wallung bringt, und dem anständigen bzw. sozial verträglichen Kerl, der ihnen mehr Stabilität und Langfristigkeit verspricht.